Zombie Apocalypse. Oh, 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 oh. Also wenn das mal nicht gut geht, dann weiß ich auch nicht. Also das muss auf jeden Fall funktionieren, ohne dass was passiert. So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 mit der Feuerwehrmod. Ich finde das richtig klasse, dass du wieder eingeschaltet hast, hier bei einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es etwas ganz komplett anderes. Natürlich auch mit Feuerwehr, aber heute wird es wirklich wild. Es wird tierisch verrückt werden. Ihr seht es schon am Titelbild. Es geht nämlich heute darum, es wird heute ein, ich sag mal Kollege, ne, um das jetzt mal gut auszudrücken. Ich sag mal so, also ein Kollege wird heute einen Fallschirmsprung absolvieren. Aber nicht, wie ihr es denkt, aus dem Hubschrauber oder aus dem Flugzeug. Nö, der wird heute aus einem Heißluftballon springen. So, es wird natürlich alles abgesichert mit der Feuerwehr, mit der Rettung, also mit dem Rettungsdienst. Ja, und das wird heute hier in Waldstätten passieren. Also ich wünsche Ihnen wirklich richtig viel Glück dabei, dass es auch alles so funktioniert, wie das alles durchgeplant wurde. Also der hatte wirklich schon mehrere Monate vorher das so oft geübt und hat alles Mögliche probiert, damit wirklich heute dieser Tag richtig gut auch funktionieren wird. Warum das Ganze? Ganz einfach, er möchte damit Spenden sammeln. Und wenn er diesen Sprung schafft, erhofft er sich wirklich davon, dass wir viele, viele Spenden bekommen, die wir dann natürlich selbstverständlich an die Feuerwehren aufteilen werden, sozusagen, dass die Hilfsorganisation das Geld dann abbekommen. Und das ist doch mal wirklich eine richtig klasse Aktion. Davon gibt es erstmal von mir einen richtig fetten Daumen nach oben. Ich hoffe, von euch auch. So, Leute. Huh. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Mal sehen, was das heute wird. Also ob wir das alles hinbekommen werden, wünsche ihm Glück. Ich werde diesen Ballon heute steuern. Jo. Dann werden wir mal losfahren, ne? Bevor wir jetzt zum Zielort fahren, ich habe mal so eine Bitte an euch, liebe Freunde. Ich werde in nächster Zeit probieren, öfters zu streamen. Und live werde ich gehen auf Twitch. Ne? Könnt ihr gerne mal unter dem Video schauen, in der Videobeschreibung. Da ist ja mein Kanal verlinkt. Würde mich freuen, wenn ich euch da wiedersehen würde. Beziehungsweise wenn ihr mir einfach mal dort folgen könntet. Gut, ja. Dann starten wir, würde ich sagen. Ne? Ich bin ready. Ich bin heute mit einem Land Rover Defender unterwegs. Schönes Auto. Ich habe auch hier... Ja, natürlich, das musste sein. So eine... Ja, das ist... Eigentlich eine Kennleuchte von der Rettung. Hört mal. Klingt gut, ne? Aber wir belassen das erstmal bei der Rundumleuchte, beziehungsweise beim Blaulicht. Oder Gelblicht und Rotlicht. Und lassen wir das Horn aus. Aber zur Sicherheit ist das cool, ne? Ist ein schöner Gefährter, ein schönes Fahrzeug für den Ballontransport. Aber egal, was man für ein Auto nimmt, ne, das hängt hinten immer runter. Also der Ballon, der wiegt wirklich eine Menge. Das ist ja in diesem Sinne jetzt nicht bloß der Korb, sondern auch der große Ballon, die Hülle, die Ballonhülle, die noch mit bei ist. Und das wiegt natürlich alles enorm viel. Und deshalb knickt das Auto natürlich auch ein. Das ist, glaube ich, egal, was du vorne dran hängst. Also wenn, musst du da schon einen großen LKW haben. Aber ich dachte mir für das Video... Oh, uiuiuiui, alter Mia Ratschaka! Ah, das war knapp. Das war richtig knapp gerade. Ich hätte fast den Bami gerade mitgenommen. Mitten vor der Feuerwehr. Das hätte ja gerade richtig gut geklappt hier, Leute. Meine Güte. Mir geht's gut, wenn ihr jetzt gefragt habt. Okay, wo bin ich stehen geblieben? Ach ja, ja, für das Video sollte es reichen. Also der Defender. Wollte jetzt nicht übertreiben und da jetzt einen richtig großen LKW rausholen. Nö, das kriegen wir so hin. Ja, und Startpunkt ist wie gehabt wieder auf dem Feld, da wo wir das letzte Mal gestartet sind mit unserer Ballonfahrt. Nur, dass wir heute halt, naja, das unterstützen und diesen Fallschirmsprung
miterleben werden. Also ich bin richtig gespannt, was das wird, ey Leute. Das kann ganz schön wild werden. So, ja, dann lassen wir den Kollegen erstmal stehen hier. Ich hole in der Zwischenzeit erstmal die Rettung dazu. Und dann natürlich auch die Feuerwehr, alles, was dazugehört, alles, was wir brauchen zur Absicherung. Und dann sammeln wir erstmal alle Autos vor Ort. Und dann kann ich ja beginnen. Also ich bin richtig gespannt, Leute. Oh, 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 das wird doch was werden, oder? Ich habe sowas noch nie irgendwie so miterlebt. So, ne? Bloß immer an den Nachrichten gehört oder an Fernsehen, wenn überhaupt. Oh, ich hoffe, das gelingt. Gut. Der Rettungswagen ist auf dem Weg, auch mit Wegerechte, denn es ist heute ein Highlight. Deshalb fahren wir heute mit Blaulicht zum Einsatzort. So, und der Kollege vor Ort, der rüstet sich nach und nach schon aus. Aber wir müssen erstmal die Feuerwehr dazu holen. Also die Kollegen werden natürlich helfen beim Aufbau. Denn so ein großer Ballon, der baut sich natürlich nicht von selbst auf. Und da muss man erstmal anpacken. Ne? Und das Ding wiegt natürlich auch enorm viel. Und deshalb ist da wirklich Manpower gefragt vor Ort, damit wir das schnell aufgebaut bekommen. Denn aktuell steht das Wetter wirklich auf unserer Seite. Also wir haben fast keinen Wind. Der Wind geht genau in die richtige Richtung. Das ist richtig gut. Und es ist kein Regen angesagt. Also besser geht's ja gar nicht. Das ist ein richtig schönes, klassisches Ballonfahrtwetter, so wie es im Bilderbuch steht. Ja, und das haben wir heute hier. Das ist ja prima, ne? Schön, dass das erstmal so gut aussieht. Es sieht auch nicht so aus, als ob da irgendwas passieren wird heute. Also ja, also es wurde Sonne angesagt, ganz, ganz viel. Und es soll so ein bisschen bewölkt sein. Also das sieht schon mal gut aus. Also der Wetterbericht hat schon mal gute Arbeit gemacht. Ja, da bin ich mal gespannt, was heute noch so passieren wird. So, mit kommt das LF 1612. Ich guck mal, ob ich da reinkomme. Ob ich da richtig einsteigen kann. Doch, das funktioniert. Das Auto würde ich gerne mitnehmen zur Absicherung. Und dann schauen wir mal, was heute noch so gehen oder passieren wird. Das Auto ist dann natürlich selbstverständlich erstmal abgemeldet. Also wir sind ja nur da zur Absicherung. Das ist ja in diesem Fall auch ein Einsatz für uns, ne? Also Veranstaltungsabsicherung gehört dazu. Aber ich meinte halt nur, also wenn jetzt ein Einsatz reinkommen sollte, ein richtiger Notfall, sage ich mal, dann ist das Fahrzeug nicht einsatzbereit. Okay. Ich habe schon so ein bisschen Bammel, ne? Also ja, ich zitter schon so ein bisschen. Ich habe das gerade gemerkt beim Lenken. Meine Arme. Meine Gott, Alter, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich zitter gerade richtig krass. So. Ja, denn ich habe ja auch bei der letzten Ballonfahrt auch viel gelernt und ich darf jetzt auch so einen Ballon selber fahren, ne? Und deshalb ist das heute auch so meine erste richtige Fahrt. Wir sind da, wie gesagt, zu zweit im Ballon und da ist man natürlich ein bisschen aufgeregt, ne? Dass auch alles funktioniert und so weiter. Das muss heute alles gelingen. So. Guckt euch das mal an, wie weit da drunter geht hier. Donnerwetter, ey. Das ist doch eigentlich so ein richtiges Offroad-Auto, ne? Ich habe sogar eine Seilwinde vorne dran. Also das ist schon extrem krass eigentlich. Aber trotzdem hängt das Ding richtig durch. Der Ballon, der wiegt halt ewig viel. So. Na dann brauchen wir erstmal ein bisschen Power hier. Wir schieben das Ding erstmal runter. Erstmal so ein bisschen hier vom Anhänger. So. Runter geht immer extrem leicht, ne? Aber hoch ist immer ganz schön schwierig. Jetzt müssen wir aufpassen hier. So, ich. Ja. Ah, gut. Kann ich loslassen. Machen wir den erstmal unten. Und der muss erstmal ein bisschen hier. So. So. Ja, noch ein Stück. Ja. Ja, passt. Ich glaube, ich muss den noch so rum einmal drehen. Normalerweise. Ja, das hatte ich auch im letzten Video schon gesagt. Wenn man den aufbaut, dann muss der Korb eigentlich, kann ich das zeigen, der muss eigentlich so jetzt auf dem Boden liegen. Ne? Damit das, warte, so, damit das alles da oben festgemacht werden kann und ja, damit man die Ballonhülle aufbauen kann. So ist das dann eigentlich. Das wird dann erst aufgerichtet, wenn die Hülle dann oben steht.
wenn da genug Luft drin ist. Ja, und dann kann man da auch schon einsteigen und losfliegen oder losfahren. Gut. Das sieht gut aus. Also RTW ist da, LF ist da. Oh, oh, oh. Ah, also ich bin angespannt. Also, da gehört ja schon viel dazu, ne? Sowas jetzt hier zu machen. Aber ich gebe mein Bestes. So, dann werden wir das Ding mal aufbauen. Das geht jetzt natürlich im Alice alles automatisch. Also drückst du einmal die Enter-Taste und da dann geht die Hülle automatisch auf. Ich habe heute mal so eine andere Farbe genommen. Weiß-Blau fand ich cool. Sieht man schön von Weitem. Ist eine knallige Farbe. Das ist eine schöne Ballonhülle auf jeden Fall. Das sieht gut aus. So. Dann gucke ich mal, ob da alles gut aussieht. Ob auch alles funktioniert. Ja, ob da irgendwas zu sehen ist. Ich gucke mal lieber vorher und nachher. So wurde mir das auch beigebracht. Ob da irgendwelche Risse sind, die man sehen kann. Aber nee, doch da oben ist. Achso, nee, das sind die Falten. Ich dachte gerade. Also wäre da jetzt irgendwie ein Riss, ne? Dann müsste das jetzt alles abgeblasen werden. Dann müsste der Ballon leider wieder eingepackt werden, ne? Ansonsten können wir das jetzt nicht machen. Nicht, dass da oben was passiert und das Ding einfach vom Himmel fällt. Na, das wäre natürlich der Super-GAU. Das soll natürlich nicht passieren. In diesem Fall. Dann nützt dann auch kein RTW mehr was, ne? So. Jetzt muss ich in den Ballon rein. Wartet mal. Wieso komme ich jetzt da nicht rein? Na? Ach so, jetzt. So, muss ich einfach bloß ein bisschen weglaufen, oder? So. Ach, jetzt. Gut. Gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte schnallen Sie sich an. Der Paul ist im Ballonkorb. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Flug, einen angenehmen Aufenthalt. Ach, wisst ihr was? Warum quatsche ich denn jetzt so dämlich? Wir starten. Wir gehen hoch. Wie hoch, weiß ich leider nicht. Wir schon, nur 2.000, 3.000 Meter hoch. Ich muss mal gucken, wie weit wir nach oben können. Das habe ich jetzt vorher vor dem Video noch nicht geübt oder probiert. Denn irgendwann sieht man die Karte nicht mehr und ja, dann ist man oben. Und dann blendet das alles aus. Ja, also ich guck mal, ob es funktioniert. Also das sieht dann schon so ein bisschen komisch aus. Dann ist die Karte auf einmal weiß oder was auch immer. Aber das geht recht zügig hier, ne? Also können den Ballon noch anschalten, aber da passiert nichts. Das ist bloß Deko, der Button. Fülle das Gerät zuerst auf. Habe ich ja schon. Deshalb sind wir jetzt auch schon oben. Boah, mit 40 km/h geht's nach oben. Alter Schwede. Das ist ja ordentlich. Ja, dann gucke ich mal, wie weit wir jetzt kommen. Also wie weit wir nach oben kommen, ne? Wie weit genau wir jetzt oben sind, kann ich euch leider nicht sagen. Also ich bin jetzt auch nicht aus der falschen Branche oder so. Aber ich merke jetzt gerade schon, habt ihr das gesehen? Der Korb hat gerade so komisch. Ah ja, guck mal. Jetzt ist einfach nichts mehr da, weil ich einfach zu hoch bin. So, dann muss ich doch wieder ein bisschen runtergehen, oder? So. Am Gottes Willen ist das eine... Wie kann man denn hier freiwillig rausspringen? Aber der Kollege ist halt so ein chaotischer Typ, der hat das drauf, der kann das und der wird jetzt hier gleich aus dem Ballonkorb raussteigen und schon das Gefühl, also ich könnte das nicht mal und dann schmeißt er sich einfach mit einem Ruck nach hinten, ja und dann öffnet er seinen Fallschirm und landet unten wieder auf dem Punkt. Ja, ich sehe auch über die Kameraleute da unten, also die haben sich die höchsten Gebäude rausgesucht, um sich aufzustellen, damit sie das alles filmen können, deshalb sind wir auch ein bisschen weiter außerhalb aus Waldstätten gegangen, damit wir dann hier ja, das schön auch zeigen können, wie der jetzt gleich rausspringen wird. So, der macht jetzt noch den letzten Check. Sitzt alles? Alles gut? Ja? Okay, hörst du mich? Er ist auch verbunden mit Funk. Okay. Ja. Weiß gar nicht, was sagt man da? Gut Glück? komm gut an? Lande gut? Keine Ahnung. Bleib ganz? Bleib heile? Ich weiß nicht. Ist ja so ein Fallschirmspringer mit dabei jetzt, der das Video gerade schaut. Kommentier gerne mal. Also ich weiß ja nicht, was man da sagt. Also in der Feuerwehr heißt das gut Schlauch, aber ich denke mal, das passt jetzt nicht gerade so, ne? Okay, Leute. Dann wird es jetzt ernst. Wir werden jetzt hier gleich runterspringen. Beziehungsweise
Der Fallschirmspringer, er ist bereit. Okay, er geht erstmal raus. Er hängt sich an den Korb und na, natürlich wackelt jetzt alles so ein bisschen hier, ne? Das ist schon logisch. So. Okay. Er hängt dran. Dann zählen wir runter von 3. Dann lässt er los, springt runter, öffnet den Schirm und landet. Gut. 3, 2, 1. Scheiße. Ey Leute, habt ihr das gesehen? Der ist einfach vom Himmel gefallen. Der ist wie ein nasser Sack gerade eben vom Himmel gefallen. Hier liegt sein Fallschirm. Wo ist er? Ach du Scheiße. Joachim, hörst du mich? Joachim! Er reagiert nicht. Also es haben jetzt alle bestätigt, er ist hier in diesen Steinhaufen gefallen. Ich sehe ihn nicht. Ach du Scheiße. RTW ran. Sofort rüber. Wir müssen den da rauskriegen. Das gibt's doch gar nicht. Ey, Gott sei Dank sind die Rettungsteams hier. Ja, wir kümmern uns natürlich sofort um den verunglückten Fallschirmspringer. Wir wissen ehrlich gesagt gerade nicht, was genau passiert ist. Also oben, der Absprung, der ist tipptopp gewesen. Alles ist gut so gegangen, wie wir das jetzt vorher geplant hatten. Er hat sich gut abgesprungen, er hat sich abgedrückt vom Korb, ist gut runtergesprungen, hat ihn gut den Fallschirm geöffnet. Aber dann auf einmal hat Babus gesehen, wie er einfach, ich weiß nicht, aus 100 Meter ungefähr einfach runtergefallen ist und direkt rein in diesen Steinhaufen. Die Kollegen sind gerade dran, um die Person da irgendwie rauszuholen. Die DLK kommt mit. Die rückt mit aus. Jetzt gibt es hier doch einen Einsatz, einen richtigen Einsatz für die BR von Waldstätten und für die Rettungswache Waldstätten. Also das gibt's nicht, Leute. Das gibt's nicht. Die DLK ist am Einsatzort. Stützen werden ausgefahren. Wir gehen sofort zur Menschenrettung vor. Wir müssen auf jeden Fall ihn da rauskriegen. Das machen wir jetzt erstmal mit der DLK. Die werden wir natürlich sofort in Stellung bringen und uns bereit machen. Dann werden wir probieren, von oben ihn irgendwie rauszuholen. Also das gibt's doch gar nicht. Was für ein Pech kann man haben. Er fällt meterweit runter und dann genau in diese Steinschlucht. Man sieht bloß sein Bein so ein bisschen. Dann natürlich der Fallschirm, der liegt genau daneben. So, Leiterpark ist in Stellung. Wir sind jetzt ungefähr in der Höhe von der Person. Guck mal da, da sieht man was Grünes, was Rotes. Das ist der Springer. Das sind seine Fallschirmklamotten, die er gerade anhatte bei diesem höllischen Sprung. So, zeitgleich rückt auch gerade ein Notarzt aus. Das 1NEF1 der Rettungswache aus Waldstätten wurde zu diesem Einsatz alarmiert. Den brauchen wir auf jeden Fall. Also das sah echt nicht gut aus. Und alles
wurde gesehen von sehr vielen Leuten. Es wurde gesehen von der Kamera. Das wurde überall ausgestrahlt, hier über ganz Waldstätten. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll gerade. Also es sind gerade alle zutiefst geschockt, was hier gerade passiert ist. Jetzt ist die Stimmung gerade richtig angespannt. Keiner weiß, wie es ihm geht. Man hört gar keinen Mucks. Gar nichts hört man. Also die Kollegen sind gerade dran, die Person zu befreien. Ich gehe mal ganz kurz gucken. Das ist alles Blut da. Oh Gott. Nein. Nein. Das kann nicht sein, oder? Nein. Verdammte Scheiße. So. Wie ihr gerade gesehen habt, der Notarzt ist vor Ort. Der hat sich jetzt ein Bild gemacht. Die Kollegen sind jetzt bei dem Springer dran. Es sieht nicht gut aus. Okay, es hat sich bestätigt. Also, der gute Kollege Joachim ist bei diesem Sprung leider Gottes ums Leben gekommen. Der Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod feststellen. Das gibt's nicht. Nein. Nein. Ey, das sollte so eine tolle Aktion werden und dann sowas. Es gibt jetzt auch schon Infos darüber, was genau passiert ist. Es wurde gerade ausgewertet von einer Kamera, die das alles festgehalten hat. Er hat anscheinend Probleme gehabt mit seinem Hauptschirm. Der ist gut aufgegangen, habt ihr ja ganz kurz gesehen im Video, aber anscheinend gab es irgendwelche Probleme. Es ist irgendwas passiert, was auf jeden Fall nicht geplant war und es war anscheinend schon zu spät für den Reserveschirm, den er aufmachen wollte und da kam auch schon der Boden. Er ist frontal mit dem Kopf auf die Steine geprallt, ist in diese Schlucht gefallen und wie gesagt, da konnte nichts mehr gemacht werden. Leute, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch das gefallen hat. Das ist gerade so was von heftig, ehrlich. Ich finde gar keine Worte dafür. Wahnsinn. Das war's. Vielen Dank fürs Einschalten, liebe Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Also nehmt das bitte nicht allzu ernst. Das ist immer noch ein Spiel. Hat nichts mit den echten Leben zu tun. Das ist alles fiktiv dargestellt. Vielen Dank, Leute, fürs Einschalten. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis denn. Ciao.